Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich weiß nicht, seid ihr den Spruch schon leid oder geht's noch? Ja, wie ihr an dem Titel wahrscheinlich schon lesen konntet, geht's heute um meine Waxmelts, Clamshells. Man mag es nennen, wie man möchte. Ja, ich hatte euch ja jetzt in meinen letzten Videos schon meine Kerzensammlung gezeigt. Also falls ihr die noch nicht gesehen habt, schaltet da unbedingt mal rein. Ich habe euch ja meine Goose Creek, Yankee, Kringle Country und Bath and Body Works Kerzen gezeigt. Also, ne, falls euch das interessiert, falls euch das entgangen ist, schaut gerne mal rein. Und einfach der Vollständigkeit halber dachte ich mir, zeige ich euch auch nochmal ja, die Clamshells, ne? Die Clamshells von Goose Creek, Kringle Candle, Country Candle, Milk House Candle, Chestnut Hill, Candle, nee, Crossroads, Cheerful Candle, Sensationals. Ja, ich glaube, das sind sie. Das sind die Marken, die ich euch heute jetzt noch der Vollständigkeit halber zeigen möchte. Ich habe sieben von solchen Boxen vor mir und die gehen wir jetzt alle gemeinsam durch. Freut ihr euch schon? Ja, ich hoffe. Also es wird, glaube ich, wieder ein bisschen länger gehen, aber ich versuche mich nicht ganz so lang zu aufzuhalten, damit ja, damit es einfach nicht so lang wird. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Hat die Menschheit überhaupt Lust, sich das anzugucken? Ne? Das ist ja immer die andere Frage. Deswegen ja, will ich mich gar nicht so lang aufhalten jetzt. Ne? Und würde sagen, wir fangen mal direkt an und wir fangen auch an mit Goose Creek, würde ich sagen. Ja, warum? Weil ja einfach so. Hat jetzt keinen bestimmten Grund, aber ja, ich dachte, wir fangen mal mit Goose Creek an und ja, arbeiten uns dann so langsam durch. Ne? Wie gesagt, ich habe jetzt sieben solcher kleinen Boxen hier stehen. Und ja, Goose Creek zählt ja auch zu meinen liebsten Waxmelt-Kerzenmarken, die es so gibt auf dem Markt. Und deswegen, ja, fangen wir mal direkt mit den Favoriten an. Also ich werde euch heute nichts mit Yankee Candle zeigen, weil ich habe euch schon mal ein ganzes Video zu meinen Yankee Candle Melts, also ne, Votiven, Tarts oder wie heißen die, diese kleine, doch die heißen Tarts, ne? Also Tarts, Votive, also das ganze Gedöne von Yankee Candle, da habe ich euch mal schon mal ein Video zu gemacht, also das verlinke ich euch mal hier oder hier, je nachdem. Ich weiß aber nicht, auf welcher Seite das, ich glaube hier, ne? Kling! ja, da verlinke ich, ne, hier! Oder? Ach, ich weiß es nicht. Na, jedenfalls verlinke ich es euch und ja, dann könnt ihr gucken, wenn ihr Lust habt, was ich so an Yankee Melts zu Hause habe. Aber wie gesagt, darüber habe ich schon ein Video gemacht, deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal, weil es hat sich im Grunde eigentlich nichts geändert. Also es sind ein paar dazugekommen, aber ja, dafür mache ich das Video jetzt nicht komplett neu, ne? Nur weil da jetzt irgendwie drei, vier neue Yankee-Tarts dazugekommen sind. Na, wisst ihr Bescheid. Genau, und wie gesagt, wir fangen jetzt an mit Goose Creek und ja, es sind drei Boxen mit Goose Creek gefüllt. Ja, und jetzt fange ich auch mal an, ne? Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. So, die erste Box, ich starte mal direkt hier so, ne? Das ist die hier. Da sind, werdet ihr jetzt auch sehen, teilweise Melts dabei, die habe ich noch gar nicht in der Lampe gehabt. Oh mein Gott. Ja, und da gibt es eine ganz einfache Erklärung für. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Ne? Ich habe einfach so viel und ich düftel ja nicht nur industriell, ich düftel ja auch handmade. Sehr viel handmade habe ich zu Hause und ja, dann kommt das Industrielle meistens ein bisschen kürzer, weil ich halt eher so dahinterher bin, die Handmade-Sachen aufzudüfteln, weil ich weiß, dass Handmade-Düfte sich halt nicht so lange halten. Ne? Also man sagt ja so 2 Jahre und ja, deswegen, ne, bevor mir das dann hier alles rumgammelt und ich das dann wegschmeiße, düftel ich dann lieber die Handmade-Sachen auf. Und die Sachen hier von Goose Creek zum Beispiel, ich glaube, die halten sich 3, 4 Jahre, weil das ja Paraffinwachs ist. Ne? Und ich glaube, das hält sich ein bisschen länger. Deswegen ja, hat das bei mir nicht so die Priorität, die Sachen, die ich euch jetzt zeige, aufzubrauchen. Ne? Damit ihr so Bescheid wisst, warum vielleicht das eine oder andere noch nicht angedüftelt wurde. So, aber jetzt fange ich wirklich an. Wir fangen mal an mit dem ersten Duft, den ich hier in meiner Hand halte. Das ist The Snuggle is Real. Das ist ein Kuschelduft. Also wir starten mal direkt mit einem Kuschelduft. Und ja, das ist wie gesagt ein Kuschelduft. Da habe ich schon mal ein Würfelchen draus geduftet scheinbar. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, und das ist, ich finde, der ähnelt ein bisschen dem Calm and Cozy von Goose Creek.
Nur, dass der hier noch so einen ganz leicht nicht so schwer süßen Einschlag hat, sondern noch ein bisschen aufgelockerter ist. Ja, aber an sich ist das auch ein schöner Kuschelduft, wie ich finde. Ja, das Snuggle is real. Habe ich jetzt nicht als Kerze da. Also teilweise habe ich die Melts auch als Kerze hier, aber den habe ich jetzt nicht als Kerze hier. Warum auch immer. Habe ich scheinbar nicht so das Bedürfnis gehabt, sie mir als Kerze zu holen, ja. Dann habe ich hier Sweet Petals. Und das ist ein Duft, das ist eigentlich total witzig, weil meine Uhr sagt, mach weiter so. Ja, womit? Mit dem Reden? Okay. Also Sweet Petals hat mich ein bisschen überrascht, weil der hat, ich glaube, das war der hat eine Kokosnussnote drin. Ja, also der hat was Florales, ne? Also so Blüten, Petals. Und aber gleichzeitig kommt da irgendwie eine Kokosnuss durch. Und ja, also wenn man es dann weiß, ne, wenn man weiß, da ist Kokosnuss drin, dann riecht man das auch, ne? Ja, und ich finde irgendwie ist das total, ja, die schöne Kombi irgendwie. Also Sweet Petals ist, wie gesagt, so ein floraler Kokosnussduft, was man halt auch irgendwie gar nicht erwartet, ne? Aber ja, ich finde die Kombi sehr schön. Dann habe ich hier, okay, es ist jetzt nicht nach Jahreszeiten, das ist querbeet. The Night, oder nee, nur Night Before, nee, was steht da? Doch, nein. Night Before Christmas, ein Weihnachtsduft. Ja, den würde ich eher einordnen in die Kategorie würzig, also frisch und würzig. Ja, wobei, ja, nee, also würzig nicht wirklich, sondern eher frisch. Also den würde ich einordnen in die Kategorie frisch. Mit einer leichten Minze, vielleicht auch Eukalyptus. Irgendwie sowas. Und dann kommt aber auch noch. Gott, heute kann ich nicht reden. Also dann kommt da noch so ein bisschen was Süßliches durch. Ja, so minzig, aber auch nur ganz leicht süß. Also jetzt nicht irgendwie so wie dieses Candy-Gedöns, was eher auch so minzig süß ist. So ist es nicht. Es ist eher wirklich auf der frischen Seite. Und dann kommt sowas ganz leicht Süßes durch. Also. Es könnte eher so ein Spearmint-Moment sein, ne? Wie so ein Kaugummi, also so ein Minzkaugummi eher, würde ich mal behaupten. Ja, dann habe ich hier Stormfront. Auch ein wunderschöner Duft, den ich noch nie in der Lampe hatte. Weil, ich weiß nicht, ja, wie gesagt, ich meine, ich habe da mal ein Stück weitergegeben in irgendeinem Tauschpaket oder so. Aber ich selber habe den noch nie gedüftelt. Ja, und der hat auch wieder so was Frisches irgendwie. So frisch, erdig, also wirklich so, wie das riecht, wenn es so ein richtig trockener Sommertag ist. Also wird vorhergesagt, ne, Wettervorhersage sagt, es wird nachher gewittern. Und dann ist die Luft doch so richtig erdrückend, ne? So, es ist also wirklich so ein richtig heißer, trockener Sommertag und die Luft wird dann so richtig trocken und, also nicht trocken, sondern so erdrückend irgendwie, ne? Und dann kommt dann auch irgendwann dieses Gewitter. Und ja, irgendwie an sowas erinnert der mich auch direkt. Also er hat was Erdiges, er hat was Trockenes, irgendwie so trockene Erde. Ja, also den muss ich unbedingt mal in die Lampe geben. Am besten auch an einem Tag, wo es auch gewittern soll. Dann würde das ganz gut passen. Also ich finde es eigentlich ein bisschen makaber, dass hier so ein Tornado drauf ist, ne? Weil, also in Amerika passieren ja oft Tornado-Katastrophen, ne? Und weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen makaber, dass sie da einfach so Tornado abbilden, ne? Weil ich meine, ja, wie gesagt, in Amerika kommt das ja total oft vor und die Leute sterben dann ja auch da dran, ne? Also ist das irgendwie ein bisschen, ja, weiß nicht, ein bisschen makaber. Gut. Dann haben wir hier Black Cherry, auch so ein Klassiker, ne? Black Cherry finde ich immer so ein Klassiker einfach. Ja, und der hat für mich genau diese Art von Kirschnote, die ich einfach so liebe. Ich finde, er ist auch schon eher auf der künstlichen Seite. Also er ist jetzt nicht super authentisch, aber er ist jetzt auch nicht super, super künstlich, quietschesüß. Er ist irgendwo dazwischen. Würde ich mal sagen, ja. Aber mag ich sehr gerne. Ich liebe einfach Kirschdüfte, ne? Deswegen Black Cherry ist dabei. Dann haben wir Loves to Cuddle. Der ist leider ein bisschen auf der schwächeren Seite, würde ich sagen. Ein schöner Kuschelduft, aber ein schwacher Kuschelduft. Also
Ich meine mich sehr gut zu erinnern, dass ich mal zwei Würfel gedüftelt habe und den echt so super, super schwach nur wahrgenommen habe. Ja, es würde ich sagen, so ein typischer Kuschelduft. Also er hat jetzt nichts weltbewegend Besonderes, wo ich sage, oh mein Gott, das ist der schönste Kuschelduft ever, sondern, also da ist der Calm & Cozy auf jeden Fall auf Platz 1 bei mir und ja, der ist so im Mittelfeld, würde ich sagen. Es ist so ein Mittelfeld-Kuschelduft für mich. Ja, aber die Kätzchen sind natürlich süß, ne? Die kleinen Babykätzchen, die erobern natürlich mein Herz. Dann habe ich den White Icing Cinnamon Roll. Den hatte ich mir eigentlich nur gekauft, weil die liebe Kerzenmund, liebe Grüße auf Insta, immer, das heißt immer, aber sie hatte mal eine Zeit lang diesen Duft in der Lampe und dann hat sie da immer von erzählt und geschwärmt, wie toll der ist. Ja, und ich muss sagen, der riecht wirklich, wirklich authentisch nach Starbucks Cinnamon Buns. Also diese Zimtschnecken, die es bei Starbucks gibt. Für mich riecht das 1:1 genauso. Die Zimtnote ist auch gut wahrnehmbar. Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie untergeht oder so. Also sie ist schon da. Und ich bin mal gespannt. Ich meine, ich habe den auch noch nie gedüftet. Ich habe das wahrscheinlich mal in einem Tauschpaket weitergegeben. Ich bin sehr gespannt, wie die Zimtnote warm sein wird. Ob die auch so, ja, mich so ein bisschen erschlagen wird oder ob es noch okay sein wird, weil ich habe ja mit Zimt immer so ein bisschen Probleme. Ja, müssen wir mal gucken. Dann habe ich den Iced Sugar Cookie. Den hatte ich, glaube ich, auch noch nie in der Lampe. Also ihr seht schon, ich habe hier einige noch nicht in der Lampe gehabt. Ja, also würde ich sagen, so ein typischer Standard-Zucker-Cookie-Duft. Also ich sehe da jetzt keine spektakuläre Besonderheit an diesem Duft. Also der ist für meine Nase schon sehr Standard. Also so ein Standard-Cookie-Duft irgendwie. Ja, man riecht so ein bisschen dieses Icing, ne? Dieses Frosting, was da gemeint ist. Das riecht man schon, aber im Grunde ist es für mich eher so ein durchschnittlicher Cookie-Duft. Also, ja, könnte ich auch drauf verzichten, sagen wir mal. Also, es ist jetzt kein Duft, wo ich sage, oh mein Gott, da muss unbedingt die Kerze her oder so. Nö, so ist es jetzt nicht. Ja, dann natürlich, wer darf nicht fehlen? Lavender Vanilla, wie ich ja jetzt schon so oft gesagt habe. Mein liebster, liebster, liebster Duft. Nur der von Goose Creek ist nicht mein liebster, liebster Duft. Weil der mir ein Tick zu Vanille-lastig ist. Also ich mag den, wie ich ja jetzt schon 100 Mal gesagt habe, ich mag den von Kringle einfach am liebsten. Der von Kringle und der von Yankee Candle, das sind meine Favoriten. Und das ist dann, der kommt dann danach. Ne? Nach Kringle und Yankee kommt dann der von Goose Creek. Ja, dann habe ich hier den Perfect Day, auch ein sehr, sehr schöner Duft, den ich auch als Kerze hier habe. Ja, ist einfach, soll ja ein Dupe sein oder beziehungsweise ja fast ähnlich oder fast gleich sein wie die Autumn Romance. Und sie riechen auch wirklich sehr, sehr ähnlich. Das hatte ich das auch schon in meinem Goose Creek Video gesagt. Ich finde, der hier ist einfach noch ein bisschen cremiger, noch ein bisschen sanfter. Und nicht ganz so bam, zuckrig, in your face, süß wie der Autumn Romance. Aber mag ich auch natürlich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier den Lilac Garden. Das ist auch ein sehr authentischer, ich glaube, den habe ich auch als, ja, den habe ich auch als Kerze. ein sehr authentischer Fliederduft. Ja, man riecht die Fliedernoten, man riecht was Grünes, was Sattes. So naturgetreu. Also ich finde, der riecht auch sehr authentisch. Das ist so ein richtiger Gartenduft irgendwie. Also ja, mag ich sehr gerne. Ja, dann habe ich den Snuggle With Me, die Ferdi-Kerze oder das Ferdi-Melt. Also die liebe Cozy Jessie hat einen Kater. Und der sieht einfach genauso aus. Deswegen ist das der Ferdi-Duft. Weil ihr Kater heißt Ferdinand. Ja, und das ist so ein frischer, maskuliner Kuschelduft. Also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein Kuschelduft mit einer Aftershave-Note, würde ich mal behaupten. Ja, der ist maskulin, aber kuschelig. Ja, wer auf der Suche nach sowas ist, der sollte sich mal den Snuggle With Me angucken. Dann habe ich hier Waiting for Santa. Ist der hier. Auch wieder mit Santa Claus vorne drauf. Ja, und der
Ist richtig, richtig, richtig süß. Also das ist, also im Gegensatz zu dem hier, der Night Before Christmas, der in eine ganz andere Richtung geht, also eher in so eine frische Richtung, geht der hier in eine sehr, sehr süße Richtung. Also ich rieche sowas wie Marshmallows vielleicht, Zuckerwatte, so ein bisschen Jelly Beans, also so in so eine Richtung geht das, also auch so leicht fruchtig. Ja, also das ist wirklich ein zuckrig süßer Duft und ja, mag ich natürlich sehr gern. Ich liebe solche Düfte. Dann habe ich hier den Holiday Rum Cake, wo ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass der mir gefällt, aber er gefällt mir außerordentlich gut. Also es ist ein richtig schöner Food-Duft. Ja, der nach so einem Schokokuchen riecht, also auch nach so einem satten Schokokuchen. Mit einer ganz leicht alkoholischen Note. Aber wirklich nur leicht. Also ich finde, die kommt nicht so stark durch. Ja, und ich finde den einfach super lecker. Super lecker, süß, schokoladig, leicht alkoholisch. Gefällt mir. Dann habe ich den Jingle Bells. Den habe ich auch als Kerze hier. Und ja, das ist auch eher ein. Eigentlich für Jahreszeiten Duft, würde ich sagen, weil der ist schon relativ fruchtig. Ja, so fruchtig, cremig, leicht. Also jetzt nicht unbedingt ein typischer Weihnachtsduft oder Winterduft. Also dafür ist er viel zu fruchtig und cremig irgendwie. Aber ja, ist trotzdem ein schöner Duft. Düftel ich gerne. Und dann habe ich hier noch den Christmas Magic. Mit den Rentieren, die dann am Mond vorbeifliegen. Ja, und das ist so ein, würde ich sagen, typischer Candy Cane Duft. Also man riecht auf jeden Fall die Minze, man riecht auf jeden Fall was Süßes, also so zuckerstangenmäßig. Ja, also ich würde sagen, ich rieche auch gar nicht viel mehr. Also es riecht eigentlich wirklich nur nach dieser Zuckerstange. Ja. Mag ich aber auch sehr gern. Aber ich meine, da kommt gleich noch ein Duft, der riecht dem auch sehr ähnlich. Aber gucken wir mal, welcher das nochmal war. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Jetzt machen wir weiter mit der nächsten Kiste. Wir haben die erste Box geschafft, jetzt kommt die zweite Box. Ich habe hier den Gingerbread Man, der, wie der Name schon vermuten lässt, ja, nach Lebkuchen riecht. Und auch sehr authentisch, sehr würzig. Ja, würzig, Lebkuchen. Ja, also wirklich ein authentischer Lebkuchenduft. Also falls ihr auf der Suche nach so einem Duft seid, schaut euch den mal an, der Gingerbread Man. Ich weiß nur leider nicht, vielleicht sollte ich das dazu sagen, ob es die alle noch gibt. Weil die sind natürlich, also, ne, die habe ich nicht alle erst gestern gekauft, sondern die sind schon ein bisschen länger hier zu Hause. Und es kann sein, dass es den einen oder anderen vielleicht gar nicht mehr gibt. Also alles ohne Gewähr, ne? Alles ohne Gewähr. Ja, dann habe ich hier den Peppermint Mocha Milkshake. Das war auch so ein Duft, der war total gehypt. 2000, ich weiß nicht, war das 2020 oder 2021, als der rauskam. Ja, weil der einfach, also ich finde, der riecht original wie After Eight, ne? Also wie diese After Eight Schokolade. Mit noch einem ganz leichten Touch Milchshake drin. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, so ein After Eight Milchshake. Also so riecht der. Genau. Dann habe ich hier den Staying Home, den habe ich auch als Kerze hier. Ja, ist auch wieder so ein, ja, so ein typischer Kuschelduft, würde ich sagen. Ja, sehr vanillig, cremig, Kaschmir. Ja, ist ein schöner Duft. Ja, ist ein schöner Kaschmirduft. Ist nicht mein Favorit, aber ist ein schöner Kaschmirduft. Also würde ich im oberen Mittelfeld einordnen auf meiner Kuschelfaktor-Skala. Genau. Dann habe ich hier den Cotton Candy Blizzard. Das Label finde ich auch so süß. Na, das haben die echt schön gemacht. Ja, und der riecht auch wieder nach dieser Zuckerstange. Ne? Diese Zuckerstangen, die da auch vorne drauf sind. Ja, mit noch so ein bisschen was Süßem drin. Also wahrscheinlich, ja, Cotton Candy, ne? Steht ja drauf. Also irgendwie so Zuckerwatte mit diesen Zuckerstangen gemischt. Ja, so riecht er. Genau, geht in eine ähnliche Richtung wie den ich euch eben gezeigt habe, hier der Christmas Magic. Nur, dass der hier halt noch diese Cotton Candy Note drin hat. Aber so vom Grundbaustein her würde ich sagen, riechen die schon sehr ähnlich. Genau, dann habe ich hier den Warm Donut Sugar.
Ein, wie ich finde, sehr schöner Donutduft. Ja, der riecht für mich wie einfach so ein Zucker- und Zimt-Donut. Und die Zimtnote ist auch, finde ich, dezent. Also jetzt nicht so bam in your face. Sondern so eine dezente Zimtnote. Also es ist so ein Zimt-Zucker-Gemisch. Ja, mit einem frisch gebackenen Donut. Das mag ich echt ganz gern. Dann ein Favorit von mir, der Dragon Fruit Splash. Den mochte ich letztes Jahr sehr, sehr gern. Und ich mag ihn immer noch sehr gerne. Ja, der ist einfach so exotisch, fruchtig, süß. Man riecht verschiedene exotische Früchte. Keine Kokosnuss, sondern einfach nur so diese exotischen Früchte. Also fast schon wie so ein exotischer Cocktail irgendwie, ne? So ein Cocktail mit verschiedenen Säften. Ja, so riecht das für mich. Dann habe ich hier, entschuldigt bitte, den My First Autumn mit der süßen Katze vorne drauf. Ja, und das ist tatsächlich ein Herbstduft und auch ein Apfelduft, den ich ganz gerne mag. Also wirklich einer von, ja, ganz vielen, die mir mal gefallen. Ja, weil das ist so ein süßlicher Apfel. Und dann irgendwie noch so ein bisschen, also der hat auch so ein bisschen was Herbstliches, aber auch nicht so übertrieben. Also, ja, ich weiß nicht, irgendwie gefällt der mir ganz gut. My First Autumn. Ja, einer der wenigen, wenigen, wenigen Herbstdüfte, die mir gefallen. Und die ich in meiner Sammlung habe. Dann habe ich hier noch den Love Letters. Da ist auch nur noch ein Stück drin. Aber ich habe ja die Kerze hier, von daher ist das nicht so schlimm. Ja, ein sehr femininer, parfümiger, lieblicher, floraler Duft, den ich wirklich sehr, 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 sehr gerne mag. Also, wer solche Düfte mag, sollte sich die unbedingt mal angucken. Dann habe ich hier ja auch einer meiner liebsten Frühlingsdüfte, ist die Sweet Pea. Ja, das ist auch so ein süßlicher, floraler Duft. Mit so einem ganz leicht fruchtigen Einschlag. Und ja, ich mag den total gerne. Also viele finden den so ein bisschen omahaft, aber ich mag den total gerne. Dann habe ich Cotton Vanilla Breeze, den habe ich auch als Kerze hier. Das ist, finde ich, so ein richtig schöner Baumwollblütenduft mit so einem Vanille-Touch. Der ist frisch, aber gleichzeitig vanillig. Das ist eine richtig schöne Kombi und deswegen mag ich den sehr, sehr gerne. Dann Christmas Village. Das ist der hier. Wonach riecht doch der dann nochmal? Schon voll vergessen. Der ist auch ein bisschen verfärbt. Seht ihr das? Oh, den müsste ich, glaube ich, jetzt mal düfteln. Der geht in eine sehr ähnliche Richtung wie der Cotton Candy Blizzard, finde ich. Also ich finde, die tun sich nicht viel. Der Cotton Candy Blizzard ist vielleicht noch ein bisschen süßlicher durch die Zuckerwatte. Und der ist eher so, ja, so minzig süß. Ohne die Zuckerwatte. Ja. Ja, ist jetzt kein Duft, wo ich sage, oh mein Gott, hurra, ne, der schönste Weihnachtsduft ever. So in ähnlicher Variation gibt es den halt auch schon. Ne? Deswegen ist er jetzt nicht so super besonders für mich. Aber ich mag ihn ganz gerne, nichtsdestotrotz, ne? Dann habe ich hier den Marshmallow Red Velvet. Das ist auch ein richtig toller Foodduft. Oh, den mag ich so gern. Ich weiß gar nicht, ob es den auch als Kerze gab. Ich glaube nicht, oder ich weiß es nicht genau, aber das ist so ein wirklich dekadenter Kuchen, schlotzig, süßer Duft. Ja, man riecht so wie so eine Torte. Das riecht einfach wie so eine Torte. Mit einer Marshmallow-Creme noch oben drauf. Ja, ein sehr, sehr dekadenter, schlotziger Duft. Also auch schwer, ne? Also wer so schwere Food-Düfte nicht mag, der wird den nicht mögen. Ja, den würden, glaube ich, viele mögen. Und ich glaube, den mögen auch viele. Den Marshmallow Snow Cream. Das ist einfach so ein schöner Marshmallow-Duft. Weil der so eine richtige milchige, sahnige Unternote noch hat. Also so wie Kondensmilch oder diese gezuckerte Milch, die es bei den Russen ja gibt. Ja, so riecht das für mich, ne? Diese gezuckerte Milch mit Marshmallow. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier den Marshmallow Sugar. Wieder ein Marshmallow-Duft. Es gibt ja den normalen Marshmallow und dann gibt es noch mal den Marshmallow Sugar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich rieche da gar keinen Unterschied. Weil die riechen für mich beide einfach nach Marshmallow. Also ja, ich glaube, die tun sich nicht viel.
Also Marshmallow Sugar riecht für mich einfach nach Marshmallow. Nicht mehr und nicht weniger. Ah ja, dann habe ich hier nochmal den Sweet Pea. Das ist der angebrochene, der andere war noch voll. Genau, und dann habe ich hier, also auch mit Box 2 durch, der Pineapple Cake Pop. Den hatte ich mir mal gekauft, weil Jessie da so von geschwärmt hat. Aber ich muss sagen, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich ihn gut finden soll oder nicht. Aber ich hatte ihn auch noch nicht warm, deswegen kann ich das jetzt noch gar nicht so beurteilen eigentlich. Aber so kalt geschnuppert, also er ist schön, aber er catcht mich nicht so. Also, weiß ich nicht. Also ich müsste ihn eigentlich jetzt, wo ja auch noch Sommer ist, müsste ich ihn eigentlich mal in die Lampe tun, um mal eine Entscheidung zu treffen. Ne? Mag ich dich oder mag ich dich nicht? Genau, und jetzt sind wir auch schon bei der dritten Box. Oh mein Gott, ja, wir kommen langsam voran, ne? Oh mein Gott, ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich habe hier jetzt noch den Custard Cream Cake. Ist auch wieder so ein schlotziger Foodduft, würde ich sagen. Ja, der hat auch wieder so eine schwerere Foodnote. Aber er ist ganz lecker. Also ja, ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Dann haben wir hier den Christmas Cakes. Einer der neueren Düfte. Und der roch, glaube ich, auch sehr Standard. Ja. Also es riecht für mich einfach nach einem Vanille-Cookie. Ohne sonderliche Extras sozusagen. Also ja, ist jetzt, glaube ich, eher so ein Standardduft, würde ich sagen. Nicht so super besonders. Und dann habe ich hier den Tiki Party. Das ist einer der letzten Sommerdüfte von 2021. Ja, den mag ich sehr gerne. Der ist so schön fruchtig, exotisch auch wieder. Hat, glaube ich, auch so ein bisschen Kokosnuss drin. Oh, den mag ich super, super gerne. Tiki Party. Gefällt mir sehr gut. Dann habe ich hier noch den Whipped Lavender Dreams. Whipped Vanilla Dreams. So. Ja, das ist so ein, finde ich, auch sehr dezenter Duft. Also für Goose Creek Verhältnisse echt ungewöhnlich. Weil Goose Creek Düfte, finde ich, knallen eigentlich immer richtig gut. Der ist eher so auf der dezenteren Seite. Riecht einfach so ein bisschen nach Vanille mit Schlagsahne. Ja. Ist ein guter Duft zum Mischen, finde ich, wenn du irgendwie mal was ein bisschen abmildern willst und ein bisschen vanilliger machen willst. Dann habe ich hier den Beach Breeze. Den mag ich auch super, super gerne. Das ist ein toller Sommerduft. Oh mein Gott. Müsste ich eigentlich mal wieder düfteln. Ja, der ist so, das ist irgendwie so ein gute Laune-Duft. Auch wieder so ein bisschen exotisch, fruchtig. Ja, der ist toll, den mag ich gerne, Beach Breeze. Ist jetzt auch nicht, also obwohl ich ihn mag, ist er jetzt auch nichts super, super außergewöhnlich Besonderes. Aber trotzdem mag ich ihn. Und dann noch der Sunlit Shores, den mag ich auch super gerne. Ich finde das Label auch so wunderschön. Ja, das ist, glaube ich, auch wieder ein Kandidat, wo Kokosnuss drin ist. Und so ein bisschen aquatischer eher. Also wirklich eher so aquatisch, exotisch Kokosnuss. Aber wunderschön. Oh mein Gott, ich liebe diesen Duft. Sunshores mag ich echt gerne. Und dann mein absoluter Favorit aus dem letzten Sommer. Der Papaya Paradise. Oh mein Gott, so ein schöner Duft. Habe ich auch als Kerze hier. Ja, exotisch, fruchtig. Einfach so ein richtiger Gute-Laune-Duft, finde ich. Also ja, gefällt mir sehr gut. Dann habe ich hier noch Hibiscus Fruit Punch. Das ist, glaube ich, so ein floral-süßer Duft gewesen. Ja, sehr süß, sehr fruchtig, aber auch leicht floral. Eher so ein bisschen exotisch, finde ich. Also da könnte sowas drin sein wie... Ja, irgendwie so Drachenfrucht oder Sternfrucht oder irgendwie sowas, ne? So eine exotische Frucht. Könnte da auf jeden Fall noch mit drin sein. Ist aber auch ein ganz schöner Duft. Also haut mich jetzt auch nicht super um, aber er ist ganz schön. Ja, dann haben wir hier den Cozy Home. Das ist ja der Duft, den ich auch als Kerze hier habe, den ich so, so wunderschön finde. Ich finde, der ist total underrated. Also der müsste eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, dieser Duft. Weil der so kuschelig ist und gleichzeitig hat er so was leicht Rauchiges. Und dann diese gerösteten Kokosnüsse, also so ein geröstetes Kokosnussaroma ist da noch mit drin. Oh, das finde ich so schön. Deswegen mag ich den total gerne. Dann hier Watermelon Bubblegum.
Den mögen auch total viele, habe ich so das Gefühl. Das ist einfach so ein richtig quietschesüßer Wassermelonen-Kaugummi-Duft. Und es gibt in der Türkei auch Wassermelonen-Kaugummis. Die riechen einfach oder schmecken eins zu eins genauso wie diese Melts riechen. Deswegen erinnert mich das immer an die Türkei. Dann habe ich hier Sandcastles, auch ein richtig schöner Sommerduft, weil der noch so dieses Sonnencreme Nivea, ja nicht Nivea, aber so Sonnencreme, ne, Aroma drin hat. Ja, total schön. Auch wieder so ein bisschen kokosnussig. Also die Sommerdüfte sind ja meistens immer so ein bisschen kokosnusslastig und ich weiß, dass nicht jeder Kokosnuss mag, aber ich mag das. Genau, dann habe ich hier Island Bliss, den habe ich auch als Kerze hier. Oder? Doch, ich glaube schon. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich meine doch schon. Ja, das ist für mich auch so ein ultimativer Sommerduft irgendwie. Der erinnert mich auch so ein bisschen an Fiji von Country Candle. Ja, die gehen schon in eine sehr ähnliche Richtung. So tropisch, süß, wässrig. Also ja, total schön. Dann Red, White and Blue. Das sind ja diese American Popsicles, oder? Heißen die nicht Popsicles? Ich weiß es nicht genau. dieses Eis am Stiel halt, ne? Ja, und der ist sehr spritzig, süß. Also eigentlich wie so ein Wassereis. Ja, so leicht zitrisch. Ich würde auch sagen, so ein bisschen Kirsche ist da vielleicht auch drin. Also ja, ich finde den echt schön. Ist aber auch sehr süß, ne? Also mag, glaube ich, nicht jeder. Dann habe ich hier den Baby Powder von Goose Creek. Auch so ein wunderschönes Label. Ne? Ich finde das so süß. Ja, Baby Powder hatte ich auch noch nicht in der Lampe. Ja, ist ein richtig sanfter, angenehmer Babypuderduft. Also ich hoffe, der ist warm auch so angenehm, weil ich mag das nicht, wenn Babypuderdüfte so stechend sind. Aber zumindest kalt gerochen wirkt er sehr sanft. Sanft, cremig, pudrig. Oh ja. Ein schöner Babypuderduft. Und dann der Banana Pudding. Ja, da habe ich auch lange gesucht, weil der war auch eine ganze Zeit lang immer ausverkauft. Ja, der riecht wirklich wie so ein Bananenpudding, ne? Also irgendwie sowas Vanilliges, Cremiges, Milchiges. Und dann so eine Bananennote noch mit drin, die aber auch nicht so super künstlich ist, finde ich. Also, ja, der ist ganz schön, ne? Der ist ganz schön. Ja, und dann habe ich hier nochmal den Lavender Vanilla, weil, warum nicht, ne? Doppelt hält besser. Ja, oh Gott, und das war die dritte Box. Jetzt machen wir mal weiter mit der vierten Box. Ich hoffe, ich rede euch nicht zu schnell, aber ja, es ist halt super viel, was ich euch noch zeigen will, ne? Deswegen will ich mich jetzt gar nicht so lange immer an jedem einzelnen Duft aufhalten, weil sonst wären wir hier nie fertig, ne? Und wir wollen ja fertig werden. Deswegen, ja, ich muss ja mal eben ein bisschen umorganisieren. Moment. So, das sind jetzt auch die letzten Goose Creek-Düfte. Dann gehen wir weiter zu Kringle und Country Candle. Hier habe ich jetzt nochmal den Whipped Vanilla Dreams. Den hatte ich mir letztens irgendwann nochmal gekauft. Dann Love You Latte. Das ist ein sehr milchiger Kaffeeduft, also eher so Richtung Latte Macchiato mit so ein bisschen Nuss, also so Haselnuss vielleicht. Ja, es ist jetzt kein Kaffeeduft, ne? Es ist wirklich eher so ein süßer, cremiger, milchiger Kaffeeduft. Ja, also falls ihr solche Düfte nicht mögt, ist der wahrscheinlich nichts für euch. Dann habe ich hier den Lavender de France, ein ja, Solo-Lavendelduft, wenn man so will. Ja, einfach krautig, lavendelig. Ja, mag ich. Ab und zu auch mal gerne Solo, aber meistens mag ich es lieber gemischt mit irgendwas. Also zum Beispiel Lavender de France gemischt mit Whipped Vanilla Dreams zum Beispiel, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, genau. Dafür habe ich das eigentlich auch gekauft, weil ich mir dachte, dass ich die beiden mal mische. Dann habe ich den Sunday Drive. Ich glaube, den mögen auch sehr, sehr viele, aber ich mag den nicht so gern. Ich weiß nicht warum, aber ja, für mich, wenn der warm ist, so irgendwie so eine leicht stechende oder so, ja, nicht so angenehme Note. Weswegen ich den warm irgendwie nicht so schön fand. I'm so sorry. Ja, und dann haben wir hier nochmal den Sunlit Shores, weil warum nicht? Ich mag den Duft halt wirklich sehr gerne.
Ja, schöner Duft. Oh mein Gott, ja, das waren die Goose Creek Melts, die ich mein eigen nenne. Ist ganz schön viel, ne? Aber wie gesagt, ich hab euch vorgewarnt, ne? Ich habe euch vorgewarnt, dass ich viel habe. Genau, jetzt machen wir auch mal nahtlos weiter mit Kringle und Country Candle. Dafür muss ich mal eben meine schlaue Box hier näher ranholen. Ich muss das hier ein bisschen organisieren, ne? Das ist alles nicht so einfach. Also wir machen jetzt erstmal die Kringle und Country Clamshells. Wir haben hier noch die Kringle und Country Daylights. Oh mein Gott, ja, wir sind noch lange nicht durch. So, fangen wir mal an. Was haben wir hier? Old Saint Nick von Country Candle. Das war ja einer der letzten Winterdüfte. Und das war so ein, so ein Sandelholz, leicht maskuliner Duft. Aber auch vanillig, also irgendwie hat der was. Da ist noch eine ganz leichte Zimtnote drin. Ja, aber irgendwie hat der was, ne? So für die Winterzeit. Also ich hatte ihn jetzt auch diesen Winter gar nicht in der Lampe. Aber irgendwie hat der was, ne? Der gefällt mir. Der gefällt mir gut. Und jetzt will es nicht wieder zugehen. So, okay. Es ist wieder zugegangen. Also Old Saint Nick ist, ja, so ein, wie gesagt, so ein maskuliner, leicht würziger Männerduft. Genau, dann habe ich hier den Christmas Cookie Dough von Kringle Candle. Ist jetzt gemischt, ne? Kringle und Country immer im Wechsel. Weil ich habe die jetzt nicht sortiert nach Kringle und Country. Deswegen ist das alles ein bisschen durcheinander. Ja, ist für mich ein sehr authentischer, nicht zu süßer, ja, eher authentischer Keksteigduft. Da gibt es auf jeden Fall schönere. Aber der ist auch ganz nett von Kringle. Dann habe ich von Country Candle Mango Nectar. Den mag ich auch super, super gerne. Habe ich auch als große Kerze hier. Ist einfach so ein richtig schöner Mango-Bananenduft. Mit sowas ganz Cremigem. Oh, ja, mag ich total gerne. Also wer so Mango-Düfte mag, sollte sich den unbedingt mal angucken. Ich sehe auch gerade, das ist hier irgendwie alles ein bisschen durcheinander. Aber wir bleiben mal in der Reihenfolge, ne? Ich habe hier noch den Tonka Bean und Vanilla. Das ist auch ein Duft, den mag ich super, super gerne. Ach, weil der hat einerseits was Vanilliges, logischerweise, und dann halt durch die Tonka-Bohne wird der nochmal so ein bisschen schwerer. Ja, und so ein bisschen, ich war einfach total angenehm. Ich mag den Duft super, super gerne. Ich glaube, der ist aber auch schon jetzt ein bisschen länger aus dem Sortiment. Leider. Ja, dann habe ich von Kringle Candle Sicilian, keine Ahnung, Orange. Also sizilianische Orange. Oh, ja, total spritzig, süß. Oh, einfach total lecker. Also ein sehr schöner, authentischer Orangenduft, würde ich sagen. Dann habe ich hier von Country den Sweet Stuff. Ja, bei dem bin ich immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits mag ich den total gerne, aber andererseits ist er mir auch nicht besonders genug. Also, ich mag ihn, aber er ist nichts Besonderes für mich. Ich weiß auch nicht. Ist halt total süß. Leicht fruchtig auch, würde ich sagen. Bisschen floral, ja. Ja. Also, ich mag ihn, aber er ist jetzt kein Favorit. Ja. Jetzt muss ich das hier mal eben ein bisschen organisieren, weil das ist hier irgendwie alles ein bisschen durcheinander reingeschmissen worden von mir. Ja, ja, shame on me. So, Moment, machen wir das mal so. Dann müsste es eigentlich passen, oder? Lassen wir es einfach mal so. Dann habe ich hier von Kringle Candle den Desert Oat. Oder Oat? Ja, das ist ja auch so ein Duft, den, glaube ich, viele nicht mochten, weil er schon eine sehr spezielle Note hat, finde ich. Weil du hast halt einerseits dieses schwere, holzige und dann hast du so ein bisschen was Orientalisches noch mit drin. Auch so was leicht Würziges. Der ist total spannend, der Duft. Und deswegen mag ich den, glaube ich, auch so, weil der mal total was anderes ist, der Desert Oat. Ja, mag ich komischerweise sehr gerne. Ja, dann habe ich hier noch den Vanilla Orchid. Den hatte ich auch noch nie warm in der Lampe. Ich hatte den so oft schon in meiner Box. Also in meiner, ich düftel demnächst diesen Duftbox. Also ich sortiere die immer so ein bisschen vor, meine Düfte, welche ich demnächst so in die Lampe tun möchte.
Und der war so lange in der Box drin, aber ich habe ihn nie gedüftelt. Ja, der ist so parfümig, floral, vanillig. Ja, also durch die Orchidee wird der so ein bisschen schwer, so schwer parfümig. Aber ja, total interessanter Duft eigentlich auch. Müsste ich echt mal düfteln, ne? Bin ich immer noch nicht zugekommen. Vanilla Orchid. Und zu guter Letzt, also zumindest für diese Box, haben wir jetzt noch den Hot Chocolate. Ja, Jessie sagt ja immer, das ist so der authentischste, schönste, heiße Schokoladenduft. Der auch nicht so süß ist. Also man riecht wirklich eher so diese Kakaonote. Ja, und nicht so super, super süß. Also der ist wirklich schon sehr authentisch, ne? Also der riecht wie dieses Backkakao, was man zum Backen verwendet. Ja. Habe ich mir jetzt gerade auch als Kerze bestellt. Ups. Also ihr werdet es wahrscheinlich schon in einem New In gesehen haben, dass ich mir die Kerze geholt habe, weil ich vermute, das New In kommt vor diesem Video online. Deswegen habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Genau. So, jetzt habe ich hier noch weitere Kringle und Country Düfte. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen durcheinander. Ja, dann habe ich hier noch von Kringle Candle den Cashmere and Cocoa. Den habe ich auch als Kerze hier. Ein super schöner, schokoladiger Kaschmirduft. Ja, total schön. Auch diese Mischung, ne, aus Kakao, also so heiße Schokolade mit Kaschmir. Das ist irgendwie auch richtig schön. Dann von Kringle Candle Mr. Grey. Den kennen, glaube ich, auch einige von euch. Das ist ja so der ultimative Männerduft. Ja, so männlich, sexy, parfümig. Ja, einfach total, total schön. Erinnert mich an den Duft Boss Bottled von Hugo Boss. Dann habe ich hier noch 1, 2, 3, 4 Mal die Wax Melts von Vanilla Lavender. Weil, wie gesagt, wie ich ja jetzt schon so oft gesagt habe, ist der von Kringle mein allerliebster Lavender-Vanilla-Duft. Ja. Ach, da schwebe ich direkt wieder im 7. Lavender-Vanilla-Himmel. Ja, der ist einfach der schönste von allen. Der schönste, wo gibt. Genau, deswegen darf er 4-mal bei mir residieren. Und dann habe ich 2-mal, ich weiß nicht, warum ich den 2-mal habe, den Sugar Cookies von Country Candle. Wahrscheinlich war es mal im Sale, da habe ich direkt 2 gekauft. Ja, ist auch wieder so ein Standard-Keksteigduft, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht so super, super, super besonders, aber ist jetzt auch nicht schlecht. Ja, und dann habe ich hier nochmal Tonka Bean und Vanilla. Ja, wie gesagt, ich mag den echt sehr, sehr gerne. Und das ist jetzt auch das letzte Clamshell, glaube ich, wenn ich so in die Runde gucke. Ach so, ach, den hatten wir gerade schon, oder? Tonka Bean. Habe ich den 3-mal? Ich glaube, ich habe den 3-mal. Tonka Bean und Vanilla zum 3. Mal. So, das waren die Clamshells von Kringle und Country Candle. Damit wir jetzt mal die Clamshells auch, ne, durch haben, würde ich sagen, machen wir mal weiter mit den Clamshells von... fall nicht runter. Mit den Clamshells von Chestnut Hill und Crossroads und Milkhouse Candle. Da kann ich ja ganz kurz erzählen, weil ich bin nicht der größte Fan von Chestnut Hill und ich bin auch nicht der größte Fan von Crossroads und ich bin auch nicht der größte Fan von der anderen Marke, wie ist die, also Candle Warmers, die eigenen Wax Melts. Ich bin nicht so der Fan von denen, weil die haben für mich alle mal so eine Wachsnote. Und ich mag das nicht, wenn Düfte so eine Wachsnote haben. Und die haben das für mich leider. Deswegen kommen die auch so selten mal zum Einsatz. Und deswegen gehen sie auch nicht leer. Und deswegen liegen sie eigentlich immer nur bei mir rum, weil ich die halt nicht so mag. Und ich habe sie auch schon mal versucht zu verkaufen. Aber es hat sich keiner gemeldet. Also ich glaube, ich weiß nicht warum, aber irgendwie Chestnut Hill und Co. ist nicht so beliebt. Also zumindest ist das mein Empfinden. Ich weiß es nicht, aber ja, ich finde die Düfte allesamt nicht so schön. Zum Beispiel der hier, der war mal so krass gehypt. Mamas Sweet Tea. Ist irgendwie so ein Eisteeduft, aber... ja. Ist ganz schön, aber
Nee, ich weiß nicht. Löst bei mir kein Hype aus. Warum auch immer. Ich habe von Chestnut Hill auch den Alamod. Genau, das ist so ein Foodie-Duft. Ja, der ist auch ganz schön so. Der riecht so ein bisschen nach, ich glaube, Himbeeren soll das sein. Himbeer- und Vanilleeis. Ja, der ist ganz schön, aber der haut mich auch nicht um. Also, ja. Dann habe ich hier 5 O'Clock Somewhere. Ja, und der hat für mich auch wieder so eine Wachsnote. Ja, riecht ein bisschen so wie Sun and Sands von Goose Creek, aber mit so einer Wachsnote, die mir nicht gefällt. Dann habe ich hier Beach Bum. Die mag ich auch nicht so gern. Wie gesagt, ich mag die alle nicht so gern. Der sieht auch schon total mitgenommen aus. Also ich weiß nicht, wie alt der schon ist. Hat für mich auch eine mega Wachsnote. Also, ja. Dann Grandma's Kitchen von Crossroads. Ja, hat auch wieder so eine foodige Note, aber ist auch nicht so meins. Dann von Crossroads Sweet Pea und Vanilla. Oh, ist für mich auch eine Wachsnote, ne? So, oh. Ich weiß auch nicht, ob das eine Wachsnote ist oder eher so eine Plastiknote, aber irgendwie mag ich die nicht. Chestnut Hill Beach House. Ja, der riecht ganz gut eigentlich. So frisch aquatisch. Hat aber auch eine mega Wachsnote oder so Plastiknote. So, oh, nee. Ach, das ist nicht so. Dann Chestnut Hill Sunwash. Ist so ein Wäscheduft, glaube ich, ne? So Wäsche mit Orange oder so. Ja, der ist ganz nett. Der hat auch keine Wachsnote. Also, der ist ganz nett. Habe ich auch schon gut aufgebraucht. Also, eigentlich habe ich noch 2 Würfel. Chestnut Hill at the Mall soll ja riechen wie Abercrombie und Fitch. Also, falls ihr das noch nicht wisst, wenn du bei Hollister oder bei Abercrombie und Fitch reingehst, sprühen die da halt immer so einen bestimmten Duft, dass wenn du halt da shoppst, dass du dann immer so ein bestimmtes Dufterlebnis hast. Ne? Dass du, wenn du dann quasi in den Laden reingehst, immer die Assoziation hast, so riecht das halt bei Abercrombie und Fitch so, ne? Versteht ihr? Und die Klamotten, wenn du die kaufst und dann mit nach Hause nimmst, dann riechen die auch nach diesem Parfum. Also das ist eigentlich total, eigentlich ganz psychologisch gesehen ganz gut gemacht, ne? Aber ja, mag halt nicht jeder, ne? Also keine Ahnung. Und dieser Duft soll halt riechen nach, wie es im Abercrombie und Fitch drin riecht in dem Laden. Ja, und den mag ich ganz gerne. Also das ist wenigstens jetzt immer einer, den ich ganz gern mag. Genau, Moment, jetzt habe ich einen übersprungen. Und zwar den Toasted Marshmallow von Chestnut Hill. Gott, wir sind ja schon bei einer Stunde, ne? Und ich habe hier noch so viel, oh mein Gott. Ja, das riecht für mich wirklich nach so einem authentischen Toasted Marshmallow Duft, ist aber auch nicht mein liebster. Da finde ich den von Scentsy oder auch den von Goose Creek viel, viel schöner. Dann habe ich hier Sandalwood und Amber von Crossroads. Ja, sehr parfümig. Sehr holzig. Also man riecht wirklich das Sandelholz. Das ist auch nicht so. Auch nicht so mein Favorit. Ja. Ja, das war Chestnut Hill und Crossroads. Mehr habe ich nicht. Das reicht ja auch, ne? Und jetzt machen wir mal weiter mit Milk House Candle. Milk House Candle ist, glaube ich, so ein Notino Exclusive Produkt. Also es gibt es, glaube ich, nur, soweit ich weiß, bei Notino.de zu kaufen. Also falls euch das jetzt interessiert, müsst ihr bei Notino vorbeischauen. Also Milk House Candle Co. Hier habe ich einmal Warm Wool. Ja, ist wirklich so ein typischer Baumwollblütenduft mit so einem frische Wäsche-Einschlag. Ja, ist leider nicht kuschelig oder so. Also ich habe eigentlich gedacht, der wäre kuschelig, aber ist er nicht. Dann Banana Sunset, den mag ich super, super gerne. Ist ein richtig schöner, milchiger, also so cremiger Bananenduft. Ich glaube, da ist auch Banane, Kokosnuss und, was war da noch drin? Milch, irgendwie so milchig. Kokosnussmilch oder so, also irgendwie in so eine Richtung geht der. Der ist total schön. Also wer so tropische Sommerdüfte mag mit Banane, der sollte sich den mal angucken.
Dann habe ich Tobacco and Honey. Den mag ich auch sehr gerne. Ja, der hat sowas total Süßes durch den Honig. Und dann diese ganz süße Tabaknote. Ja, die ist echt schön, die Tabaknote. Deswegen mag ich den auch ganz gern. Und dann habe ich hier noch Oatmeal, Milk and Honey. Ist auch so ein, ja, so ein Klassiker-Duft eigentlich. Den gibt es auch von super vielen Duftfeen. Ja, der riecht wirklich so yummy. Der riecht wie, es gibt von Lush. Lush verkauft doch diese Gesichtsmasken, diese frischen, ne? Die sind auch, glaube ich, nur 7 Tage haltbar oder so. Also die musst du super schnell aufbauen. Die musst du auch im Kühlschrank aufbewahren. Und da gibt es eine Maske, die riecht auch irgendwie nach Oatmeal und irgendwas. Und also diese Melts riechen original wie diese Gesichtsmaske von Lush. Ja, total yummy. Mag ich echt sehr gerne den Duft. Ja, die nächste Box ist geschafft. Wir nähern uns langsam dem Ende. Ne? Ich habe jetzt noch zweimal so große Clamshells von Milk House. Also schaut mal, wie groß die sind. Im Gegensatz zu den kleinen. Ne? Also das sind die kleinen, das sind die großen. Also fast doppelt. Ja, nicht doppelt, aber auf jeden Fall größer als die normalen. Also wirklich passt in meine Handfläche. Ne? So groß sind die. Also hier habe ich einmal den Milk and Sugar. Und das ist, glaube ich, auch der schönste Duft von Milk House Candle. Ja, weil der einfach so eine total milchige, süße Note hat. Vanillig. Ganz, ganz, also wirklich so minimal würzig auch. Was, wie ich aber finde, total gut da reinpasst. Also den mag ich echt super, super gerne. Milk and Sugar. Und der zweite Maxi, das Maxi Clamshell ist Winter Walk. Ist auch eher so ein Winterduft, logischerweise. Ja, aber das ist irgendwie so ein schöner Winterduft, finde ich. Also, der ist ganz leicht süß, der ist aber auch frisch. Der hat irgendwie das gewisse Etwas, was mir echt ganz gut gefällt. Winter Walk. Genau, das waren jetzt meine Milk House Candle Düfte. Dann habe ich hier noch, also ich habe auch noch ganz viel EBM Creations, aber dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Deswegen zeige ich euch die jetzt nicht nochmal alle, weil es hat sich eigentlich nichts geändert. Also, es sind keine neuen EBM-Düfte eingezogen seit dem Video. Deswegen, falls euch das interessiert, zeige ich euch das hier nochmal. Da verlinke ich euch das hier nochmal. Dann könnt ihr euch die EBM-Wachse, die so bei mir wohnen, auch nochmal angucken. Ja, also meine Meinung, wie gesagt, erfahrt ihr dann im Video. Aber ich kann schon mal sagen, falls ihr jetzt keine Lust habt, das zu gucken, ich mag die EBM-Wachse echt super gerne. Also dafür, dass die so viel Hate abbekommen haben, ne, dass die ja so schwach sein sollen, mag ich die echt sehr gerne. Also ich kann da nichts Negatives sagen. Naja, also der eine oder andere ist schon nicht so intensiv oder auch nicht so mein Duft, aber das hast du überall. Ne? Also ich finde jetzt nicht, dass das bei EBM exorbitant viel ist, was ich nicht mag oder so. Ne? Also deswegen, ich mag EBM echt ganz gern. So, jetzt machen wir mal weiter mit Sensationals und Cheerful Candle. Da habe ich auch nicht so viel. Von Sensationals habe ich mir mal den Ice Lemon Sugar Cookies gekauft. So, voll der Zungenbrecher. Ice Lemon Sugar Cookies. Ice Lemon Sugar Cookies. Ja. Und der riecht für mich wirklich super, super authentisch lecker nach so einem Zitronenkeks. Oh, den mag ich echt so gerne. Hier steht auch a soft and chewy citrus treat. Also wirklich sowas Weiches, softes, so, ja. So riecht das auch, ne? Also den mag ich echt gerne. Dann habe ich den Cotton Candy Cloud von Sensationals. Auch so ein wunderschönes Label, ne? Limited Edition. Give me some sugar. Ja, give it to me. Aber ich finde, der könnte tatsächlich ein bisschen süßer sein. Also ich finde den gar nicht so extrem süß. Aber er ist ganz schön. Mag ich echt ganz gern. Und dann noch von Sensationals der Feeling Cozy. Ich glaube, den mochte ich nicht so gern. Ja, der hat sowas, sowas in Richtung Heliotrop-mäßiges. Und das mag ich ja gar nicht, ne? Also Heliotrop, nee, gefällt mir gar nicht. Also der ist ganz okay. Ist jetzt kein typischer Kaschmirduft oder so, sondern eher so ein, ja, so ein nicht so schöner Kuschelduft. Wohingegen der Cashmere von Cheerful Candle ein super, super, super schöner Kaschmirduft ist. Also den finde ich echt
bombastisch. Ach, der riecht, oh, der riecht wirklich. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt, weil das ist mir gerade aufgefallen, dass das Clamshell gar nicht bis zum Rand voll ist, weil ich dachte gerade, das fühlt sich so leicht an. Aber hier steht auch nicht, wie viel Gramm da drin sein sollen. Weil das ist echt total das Leichtgewicht. Und seht ihr das? Der ist nicht bis zum Rand voll. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da sieht man das ganz gut eigentlich, ne? Dass es halt noch voll der Rand ist. Okay. Ach ja, der riecht aber echt so schön. So ein schöner, parfümiger, kuscheliger Kaschmirduft. Ach, mag ich sehr gerne. Dann von Tearful Candle Blissful Moments. Das ist der hier. Der sieht auch super schön aus. Der fühlt sich aber auch so leicht an. Also ich glaube, das ist Standard bei Tearful Candle. Ja, und der hat irgendwie sowas Sommerliches. So ein bisschen was Frisches, Sanftes, aber gleichzeitig auch was Florales. Ja, den finde ich auch echt ganz schön. Den Blissful Moments. Und zu guter Letzt der Island Breeze von Cheerful Candle. Ja, das ist ein richtig toller Strandduft. Kokosnuss, Summer Sunshine. Ja, so riecht er für mich. Das ist auch ein sehr schöner Duft. Island Breeze mag ich sehr gerne. So, da haben wir die Box jetzt auch geschafft. Oder? Ja doch, das ist jetzt nur noch EBM. Jetzt muss ich mal kurz, mich kurz sortieren. Ne? Also das hatten wir. Wir haben jetzt eigentlich nur noch die Daylights von Kringle und Country Candle. Also da habe ich zwei Boxen. Die sind auch voll. Die gehen wir jetzt nochmal schnell gemeinsam durch. Also ich habe hier, also das sind glaube ich jetzt alles die neuen Düfte. Die habe ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt. Deswegen zeige ich sie euch jetzt nur im Schnelldurchlauf. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, wo ich diese neuen Daylights auspacke, dann verlinke ich euch das auch nochmal hier irgendwo. Also wie gesagt, ich gehe jetzt nur im Schnelldurchlauf durch, weil ich habe die alle schon ganz ausführlich gezeigt. Das ist einmal der Marshmallow Morning. Den mochte ich kalt zumindest sehr gerne. Dann der Cherry Tree, den mochte ich auch sehr gerne. Der ist so schön holzig irgendwie. Dann Strawberry Mint Tart. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich ihn mag. Dann habe ich hier Fruit and Flakes. Den finde ich eigentlich auch ganz schön. Was habe ich hier noch? Ach ja, der Beautiful Day. Ach, der ist auch so schön, ne? Das Label, so, so schön. Dann der Pineapple Rita. Das war der, wo ich so einen Moment überlegen musste, was das jetzt genau bedeutet. Bis ich es dann gecheckt habe. Also Pineapple und Margarita. Ja, mag ich auch nach wie vor ganz gerne. Dragonfruit Lemonade, den mochte ich ja super, super gerne. Den finde ich auch immer noch schön. Und der Stinker, der mir absolut nicht gefallen hat, der Succulents. Oh. Oh, nee. Oh, nee, gar nicht mein Duft. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Die anderen, oder? Ja, die anderen, das sind nicht, also das sind nicht, doch, hier habe ich noch einen. Sunday Funday, den hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Hier der Blueberry Cream Pop. Den mochte ich ja nicht so gern, glaube ich. Watermelon Pops mochte ich auch. Ja, so geht so gerne. Der Herbal Tea. Den mag ich eigentlich ganz gerne. Der ist auch, glaube ich, sehr beliebt. Ach ja, der Neapolitan Sunday. Den finde ich auch ganz schön eigentlich. Und der Spiral Aloe. Den fand ich eigentlich auch ganz schön. Also wie gesagt, ne, ich gehe das jetzt nur im Schnelldurchlauf durch, weil wenn euch das nochmal interessiert, schaut euch das Video an. Dann der Essentials. Den mochte ich auch ganz gerne. Der war so schön spritzig. Ah, ja, ich glaube, das war es jetzt an den... Ach ja, hier Wisteria, der war ja auch neu. Sehr floral, also eine richtige Flower-Bomb. Ja, aber ich glaube, das sind jetzt alles nicht die neuen. Nee, das sind jetzt alles ältere. Aber die habe ich euch, glaube ich, auch in dem Video gezeigt, ne? Der Mediterranean Fig zum Beispiel, den habe ich euch auch in dem Video gezeigt. Also, ich glaube, alle, die hier in der Box sind, die habe ich euch in dem Video schon gezeigt. Deswegen, ja, werde ich da jetzt nicht nochmal im Detail drauf eingehen. Ich meine, wir sind jetzt auch schon bei über einer Stunde, ne? White Chocolate Chai.
ein Überraschungsduft für mich, weil ich den gar nicht so schlecht finde wie der Rest der Welt. Also ich mag den eigentlich ganz gern. Country Lavender. Ja, ist halt so ein typischer Lavendelduft. Wildberry Balsamic. Also wie gesagt, die habe ich euch alle schon in dem anderen Video gezeigt. Deswegen ja, geht es jetzt ein bisschen schneller. Golden Autumn. Ich kriege hier andauernd E-Mails rein. Deswegen ist irgendwie gerade... Es gibt immer so bestimmte Uhrzeiten, wo immer die ganzen Newsletter und so rausgehen. Ne? Ich habe das Gefühl, hier kommt gerade eine E-Mail nach der anderen rein. Love and Roses. Den hatte ich euch auch schon gezeigt. Und ich glaube, die habe ich... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die euch auch gezeigt habe, aber ich zeige sie euch jetzt. Von Kringle einmal der Set Sale. Ein sehr frischer, fast schon maskuliner Duft. Also frisch, aquatisch, maskulin. Dann Flanell. Ja, ist so ein, ich würde sagen, so eine Mischung aus frische Wäsche und Kaschmir-Flanell. So. Also ist jetzt nicht ein reiner Kaschmirduft, aber ist jetzt auch kein reiner Wäscheduft. Also ist irgendwas dazwischen. Dann von Country Candle der Blueberry Muffin. Der, glaube ich, nicht so schön ist. Ja, der ist mir zu künstlich. Also da gefällt mir der Blueberry Muffin von IBM. Ist der gerade hier? Ne, ich glaube nicht. Der ist, glaube ich, in einer anderen Box. Ne, der ist nicht hier. Also der Blueberry Muffin von IBM gefällt mir um 100 Millionen Mal besser. Weil der viel, viel authentischer und süßer und leckerer ist als der hier. Also den mag ich nicht so gerne. Ja. So, das war Box Nummer 1 und jetzt kommt Box Nummer 2. So, das ist jetzt auch die letzte Box, dann sind wir auch durch. Oh, ich habe das Gefühl, mein Handy hat sich gerade ein bisschen verschoben, aber okay. So, die letzte Box, da haben wir jetzt einmal den Northern Lights. Den mag ich auch super, super gerne. Weil der so vanillig frisch ist, so... Hat so was Eisiges und sowas trotzdem was Süßliches. Also den mag ich total gerne. Black Amber Plum von Goose Creek. Also ich habe hier scheinbar auch noch die alten Goose Creek Fireflies rumfliegen. Die gibt es ja so gar nicht mehr. Aber das ist, wie ich finde, auch ein sehr dunkler, leckerer Pflaumenduft. Ich glaube, als ich den das erste Mal geschnuppert hatte, mochte ich den nicht so gern. Aber ich glaube so... Je länger ich dran schnupper, desto schöner finde ich ihn dann doch irgendwie. Ja, dann habe ich hier noch von Country Candle den Winter's Nap. Den finde ich auch so schön. Da hat was total Warmes, Süßliches, so Vanille und dann so warm und kuschelig irgendwie auch. Also oh, den finde ich total schön. Dann von Country Candle Midnight Snow. Ist auch wieder so ein frischer Duft. Klare Luft. Ja, so schneebedeckte Landschaft. Also ja, so riecht das. Dann von Kringle Gold and Cashmere. Ja, es ist also ein bisschen schwer zu beschreiben. Also Gold and Cashmere ist auf jeden Fall kein reiner Kaschmirduft. Also ich meine, da war doch irgendwie auch Sekt drin. War das nicht so? Wie so Sektnoten oder so? I don't know, ich weiß es nicht so genau. Aber ich finde den eigentlich ganz schön. Dann Cranberry Orange. Das war, glaube ich, einer von den letzten Winterdüften. Ja, den finde ich total schön. Der ist total fruchtig, spritzig. Ein bisschen säuerlich wegen der Cranberry. Mag ich echt ganz gern. Pumpkin Waffle Cone von Country Candle. Ja, Pumpkin ist jetzt eigentlich nicht so meins, aber der ist ganz okay. Mit dieser Waffelnote. Also so ein bisschen was Foodiges ist da noch mit drin. Deswegen, der ist ganz okay. Also ist jetzt kein Stinker, aber es ist auch kein Favorit. Also ist irgendwas dazwischen. Mag ich ja ganz okay gerne, würde ich sagen. Ja, dann habe ich hier noch den Pistachio Gelato von Country Candle. Ja, der ist toll, der ist toll. So ein richtig leckeres Pistazieneis. Könnte noch ein bisschen süßer sein, meiner Meinung nach, aber... Das ist ja Geschmackssache, ne? Dann von Country Candle Smoke and S'mores. Also dieses typische Lagerfeuer-Dessert, was man in Amerika, glaube ich, so isst, ne? Ja, riecht total yummy. Auch ganz leicht rauchig. Marshmallow, also geröstete Marshmallows.
Mit sowas Schokoladigem noch mit drin. Ja, mag ich ganz gern. Dann habe ich hier noch den Candy Cane Lane von Country Candle. Ja, so ein typischer Zuckerstangenduft, so minzig, zuckrig. Dann First Fallen Snow mit dem Vogel drauf, wo ihr mir alle noch geschrieben hattet, wie man diesen Vogel nennt. Aber ihr wisst ja, ich bin nicht so der Vogelkenner. Ich bin auch nicht so der Pflanzenkenner. Also sagen wir mal so, ich bin nicht so naturverbunden, ne? Also ich lebe zwar auf dem Land, aber ich bin nicht so naturverbunden. Also ich habe keine Ahnung, wie diese ganzen Vögel und Pflanzen und all sowas heißen, weil ich mich da einfach nicht auskenne. So, sagen wir es, wie es ist, ne? Ich kenne mich da nicht so aus. Ja, und der hat so ein bisschen was Frisches, auch schon fast was Maskulines. Ja, also wirklich auch wieder so, ne? So schneebedeckte Landschaft, frisch. Ja, so in die Richtung geht der. Christmas is Here von Country Candle. Das sind alles noch die Winterdüfte, ne? Ja, das ist für mich so ein Tannenduft. Tanne mit was ganz leicht Fruchtigem vielleicht, also irgendwie sowas. Ich mag ja Tannendüfte auch nicht so gern. Dann der Aurum und Evergreen. Das war doch auch so ein Tannenduft, oder? Ja. Irgendwie auch Tanne mit irgendwas mit gemischt. Keine Ahnung. Ja, muss nicht unbedingt sein, ne? Dann habe ich hier den Cherry Blossom von Kringle Candle. Den finde ich eigentlich ganz schön. Also ich glaube, Jessie mag den nicht so gern, weil sie mal meinte, der ist, glaube ich, säuerlich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich finde den eigentlich ganz schön. Der riecht halt nicht so authentisch, finde ich, nach Kirschblüte, sondern eher so, als wäre da noch irgendwas mit beigemischt. So was anderes Florales. Ja. Dann von Kringle der Spa Day. Das ist auch so ein richtiger Energizing-Duft. Ja, der hat irgendwie so was Cleanes, was Sanftes. Ja, irgendwie wirklich so ein bisschen auch kräuterig. Ja, der ist irgendwie schön. Spa Day. Ja, dann habe ich hier noch den halben Daylight Clearwater Creek. Und den mag ich erstaunlicherweise auch sehr gern, obwohl das ja auch so ein Herbstduft ist. Aber ich sage ja so ab und zu, ne? Manchmal verbergen sich hinter den ganzen Herbstdüften, die ich abgrundtief nicht mag, immer mal so ein paar Schätzchen. Und das ist so einer. Der hat irgendwie auch was leicht Maskulines, was ich jetzt auch nicht unbedingt so mega gerne mag. Aber irgendwie hat der was, ne? Der hat so was Frisches, klare Luft, Herbststimmung. Dann was ganz leicht frisch Maskulines noch mit drin. Den finde ich echt schön. Clearwater Creek. Und jetzt sind wir auch schon bei den letzten beiden Düften. Einmal Tonka Bean und Vanilla von Kringle Candle. Habe ich euch ja jetzt vorhin schon gezeigt, ne? Und ich habe noch dreimal den Baby It's Cold Outside hier, weil ich hatte lange Zeit die Kerze nicht zu Hause. Und deswegen habe ich mich dann immer mit den Daylights über Wasser gehalten. Und ja, das ist halt so ein richtiger zuckriger, sahniger, vanilliger Duft. Also so zuckrig, sahnig, vanillig. Ja, richtig schön. Also das ist, glaube ich, auch so ein All-Time-Favorite von ganz vielen. Das ist eigentlich so mit der schönste Winterduft, den ich jemals unter der Nase hatte von Country. Ja, und dann habe ich hier noch einen ohne Deckel. Das ist der Cozy Cabin. Da steht's. Ja, wie gesagt, ohne Deckel. Ah, ist auch so ein Duft. Den mag ich überhaupt nicht, ne? Der ist so, das ist so ein typischer Weihnachtsduft für mich, den ich überhaupt nicht mag. Also so ja, so Cabin, ne? So, dieses grüne, holzige. Ach, nee. Ist nicht so meins. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wo der Deckel ist. Der muss irgendwie mal abhanden gekommen sein. Ja, und mag man es glauben, wir sind schon am Ende angekommen, denn nach einer guten Stunde, die wir zusammen gequatscht haben. Ja. Ich habe fertig, ne? Ich habe fertig. Also das waren jetzt meine ganzen industriellen Wachse, bis auf Sensi. Sensi kommt noch in einem separaten Video.
Die ich so zu Hause habe. Also wie gesagt, ich habe euch die IBM-Wachse nicht gezeigt und die Scentsy-Wachse, die habe ich euch nicht gezeigt, weil die bekommen ein eigenes Video, weil ich habe so viele Scentsy-Wachse mittlerweile. Also es sind bestimmt schon 100, also 150 plus. Über 150 Scentsy-Bars und die kann ich euch ja jetzt nicht noch alle zeigen, ne? Weil das würde ja unendlich lange dauern. Deswegen, ja, würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle Schluss. Wie gesagt, das Scentsy-Video kommt noch. Und ja, danke fürs Einschalten, ne? Ihr könnt mir gerne mal verraten, was ihr dazu sagt, ob ihr irgendwo eure Favoriten entdeckt habt, ne? Oder ob ihr irgendwo Stinker entdeckt habt, die ihr überhaupt nicht mögt. Ja, können wir uns ja gerne nochmal ein bisschen austauschen. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut, auf Wiedersehen!